Hey ho Leute, hier ist wieder euer Evil mit einem besonderen Video. Es ist wieder ein Prestige-Video, genauer genommen ein Prestige 3-Video. Wie auch den Hillbilly wollen wir jetzt auch den Geist auf Prestige 3 bringen, nachdem wir logischerweise ihn schon auf Prestige 1 und Prestige 2 gebracht haben. Und ich habe nicht ganz 500.000 zusammenbekommen, nur 336.000. Das ist aber okay, denn für mich ist der Geist ohne brutale Stärke so ein bisschen nutzlos. Also ich will jetzt auch nicht weiter leveln. Man sieht ja hier, es sind nicht unbedingt Perks, die man braucht noch. Und Ebony braucht sowieso keiner. Das heißt, wir gehen jetzt den Schritt und holen uns Prestige Nummer 3. Ja, das haben wir alles schon beim Billy gelesen. Alles wird zurückgesetzt. Kein Verlust. Denn das war wirklich nicht besonders gut. Da friert es gleich ein bisschen ein, vor lauter Ehrfurcht natürlich. So, da haben wir es. Es wird zurückgesetzt auf Level 1. Und wir haben jetzt auch den Ehrenpreis für den Rest des Körpers. Oh, und es fängt gleich mit beständig an. Okay, das ist wirklich, das ist neu. Also beständig auf Level 1 zu bekommen ist, glaube ich, sogar eine Weltneuheit. Also das habe ich noch nie woanders gesehen. Aber bevor wir jetzt hier weiter leveln, es wird eh nicht so lange dauern, werden wir uns jetzt hier das neue Outfit ansehen. Und zwar gehen wir jetzt der Reihe nach durch. Denn dann sehen wir uns das mal an, wie es normal aussieht. Ja, das hier ist der normale Geist. Prestige Nummer 1 ist, wie auch bei allen anderen Killern, die Waffe. Die blutige Axt. Was auch immer, von woher. Wir haben also hier, ja, die blutige Hauptwaffe. Sieht meines Erachtens schon sehr nice aus. Vor allem, sie ist ja im Spiel immer im Bild. Das ist schon sehr gut. Gefällt mir ehrlich gesagt auch besser als die Legacy Prestige Outfits. So, Prestige Nummer 2 ist Kopf und Torso. Also, ich finde das auch besser als beim Hillbilly, bei dem erst die Hose auf Prestige 2 war. Also das war doch irgendwie seltsam. Da finde ich das schon, ja, besser für Prestige 2. Es ist auffälliger und trotzdem nicht, eben nicht vollständig. So. Und hier haben wir dann Prestige Nummer 3. Oh, es sieht, also er ist echt ein Biest. Jetzt ist er ein Biest. Evil Beast sozusagen. Evil Wraith. Alles, wie es sein soll. Das heißt, wir haben zwar keine Opfergaben, Add-ons, Blutpunkte, was auch immer. Ne, Blutpunkte schon, aber halt keine Opfergaben. Aber wir fangen jetzt hier zu leveln an. Klar, hier, beständig. Jetzt werden wir bis Level 5 keinen anderen Perk haben, aber, also beständig auf 1, das, ich bin schon richtig happy deswegen. Mehr Glück kann man fast schon nicht haben, wenn ich jetzt noch brutale Stärke dazu bekomme. Unter 30 am besten, also brutale Stärke ist eines der wichtigsten Perks, habe ich jetzt schon für mich herausgefunden. Vor allem als Geist. Vor allem als Geist. Denn sobald man gegen gute Leute spielt, vor allem wenn sie nervige Flashlights haben, dann man hat sie so schnell verloren. Man hat sie so schnell verloren. Und ich glaube, also ich werde natürlich in Zukunft etwas mehr ausprobieren. Vor allem wenn natürlich auch viel mehr Perks dabei sind. Aber die Kombination brutale Stärke und beständig ist vor allem, beim Geist sehr, sehr gut. Na gut, man kann nicht immer Glück haben. Räuber braucht kein Mensch. Habe ich ehrlich gesagt, außer einmal vielleicht testweise. Ansonsten habe ich es in einem wichtigen Spiel nie benutzt. Da ist mir dann natürlich so etwas, oh, unrelenting. Unerbittlich. Das, also ich muss schon sagen, bis jetzt sehr gut. Sehr, sehr gut. Freut mich sehr. Aber wie gesagt, in einem in einem Match, wo es drauf ankam, da habe ich Räuber nie benutzt als Perk. So, Tinkerer, also Tüftler auf Deutsch, ist auch für den Geist sehr, sehr nützlich. Mache ich immer wieder mal gerne rein. Denn was kann man damit? Man kann die Zeit, in denen man unsichtbar wird oder wieder sichtbar wird, kann man sehr reduzieren. Und das ist vor allem natürlich aus der Unsichtbarkeit heraustreten sehr, sehr, sehr sinnvoll. Gut. Hex. Devour Hope. Auch nicht schlecht.
Also ich weiß nicht, wie weit wir kommen. Vielleicht auch nur bis Level 13 oder 14, je nachdem. Aber, oh, wir bekommen hier schon Hex 2. Das ist nicht so gut. Dann habe ich das ständig im Blutnetz. Mann. Also das war jetzt nicht so gut. Denn dann kann man immer nur zwischen zwei Perks, zwischen einem Perk auswählen, wenn es immer und immer wieder kommt. Aber vielleicht werde ich dann einfach... Oh, es ist Gott sei Dank nicht da. Aber wenn es kommt, vielleicht gehe ich einfach auf Hex, Ruin, Devour Hope, einfach auf 3. Denn wenn es nicht anders geht, dann geht es nun mal nicht. Ich kann auch nichts machen. Ich will auf alle Fälle nicht jedes Mal nur ein Perk zur Auswahl haben. Das ist dann wirklich Verschwendung. Ja, Insidious für einen netten Insidious Camp. Das habe ich ja noch nie benötigt, aber wir haben so gut gestartet, da tun einem die schlechten Perks auch nichts mehr an. Aber erst wenn brutale Stärke kommt, erst dann werde ich wohl mit dem guten Geist spielen. Vorher macht es nicht viel Sinn und auch vor allem keinen Spaß. Bis jetzt kann man den Entitussen noch nicht wirklich austricksen. Und da gehen die Punkte dahin. Ja, Insidious 2 für die Leute, die es brauchen. Nämlich für mich. So, erstmal die ganzen 3000er weg. Dann schauen wir mal. Oh ja, das ist auch gut. Oh, Agitation. Sehr schön. Kann man immer brauchen. Und ich glaube fast, das wird es dann auch gewesen sein. Einen werden wir noch bekommen. So, das war's erstmal. Wir sind noch nicht so weit gekommen, aber weit genug, um uns das wunderbare Outfit anzusehen, denn das wollte ich dann doch nicht hinausschieben. Und bevor ich brutale Stärke nicht bekomme, werde ich ihn eh nicht spielen. Deswegen, naja, sei es drum, um die restlichen Opfergaben. Was haben wir schon Gutes? Wir haben beständig, wir haben schon unerbitterlich. Das sind zwei, die man definitiv nutzen kann. Erregung, Agitation. Mir ist Iron Grasp lieber, also der eiserne Griff. Aber wenn der eben erstmal nicht kommt, dann werde ich erstmal natürlich Agitation nehmen. Tinkerer ist auch nicht schlecht. Alles andere bleibt erstmal hinten angestellt, obwohl Bluthund auch an Bedeutung wieder gewinnt. Und in Kombination mit dem stampigen Schlachter ist das auch immer einen Versuch wert. Vor allem, wenn man nichts anderes hat. Aber, naja, wenn die Spiele nicht so extrem sind, wenn es nicht eine zu gute Survivors Friends Gruppe ist, dann kann man das auch auf alle Fälle nehmen. Na gut, das war's erstmal von mir. Und wenn ihr dann auch sehen wollt, wie ich den Geist weiterlevele, beziehungsweise wie ich dann auch ihn in Aktion einsetze, schaut einfach auf Twitch vorbei. Da gibt es immer wieder neues Gameplay. Dann sage ich mal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis die Tage. Macht's gut. Ciao.